Willkommen zu Leine Bergland in Schlagzeilen. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Hildesheim. Am 1.11.2021 geriet ein Pkw vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr eine 47-jährige Fahrzeugführerin mit ihren Kindern die Robert-Bosch-Straße. Gegen 19.15 Uhr stiegen im Frontbereich des T4 Flammen und Rauch auf. Daraufhin hielt die Hildesheimerin sofort an und brachte ihre Kinder in Sicherheit. Die hinzugezogene Berufsfeuerwehr Hildesheim löschte den Brand. Für die Lösch- und Reinigungsarbeiten musste die Straße für eine längere Zeit gesperrt werden. Die Abfahrt Trockener Kamp ist derzeit aufgrund von Fahrbahnschäden weiterhin gesperrt. Rheden-Gronau. Am 3.11.2021 um 8.55 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L480 zwischen Rheden und Gronau mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 83-jährige Fahrzeugführerin eines Skoda Fabia aus Sibisse und eine 52-jährige Fahrzeugführerin eines VW Golf aus Sibisse befuhren hintereinander in genannter Reihenfolge mit ihrem Pkw die L480 aus Richtung Rheden kommend in Richtung Gronau. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw Skoda plötzlich zum Stillstand. Die Fahrzeugführerin des VW Golf fuhr von hinten auf den Skoda Fabia auf. Bei dem Verkehrsunfall wurden die Fahrzeugführerin des Pkw Skoda sowie die Beifahrerin des VW Golf leicht verletzt, sodass sie mit Krankenwagen umliegenden Krankenhäusern zugeführt werden mussten. Es waren zwei Krankenwagen und ein Notarzt aus Gronau vor Ort. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe erschien die Freiwillige Feuerwehr aus Gronau mit drei Kameraden vor Ort. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068 93030 bei der Polizei in Eelze zu melden. Eifeld. Anfang Dezember soll die Seniorenresidenz Eifeld in der Schulgasse 3 eröffnet werden. 102 Pflegeplätze in Einzelzimmern stehen dann im Herzen Eifelds zur Verfügung. Wenn Sie regelmäßig Leine Bergland TV schauen, dann werden Sie in den kommenden Monaten des Öfteren Beiträge über die Seniorenresidenz Eifeld sehen. Denn kürzlich schloss das Haus einen Kooperationsvertrag mit Leine Bergland TV. Wenn Sie vor der Eröffnung schon mal einen Blick in die Residenz werfen möchten, dann haben Sie am Sonntag, den 7. November von 11 bis 18 Uhr beim Tag der offenen Tür dazu Gelegenheit. Man sieht sich. Liebe Zuschauer, wie Sie wissen, lohnt es sich auch immer auf Leine Bergland TV mal nach interessanten Jobs oder Ausbildungsstellen zu schauen. Aktuell sucht beispielsweise die in Nordstemmen ansässige Seniorenresidenz zum nächstmöglichen Termin eine Pflegefachkraft. Finanziell lockt hier eine tariforientierte Bezahlung und Fort- und Weiterbildungen steht man im Haus immer offen gegenüber. Das klingt doch gut. Und wer gerne im Bereich Mode arbeiten möchte, dem sei das Modehaus Magnus in Eifeld ans Herz gelegt. Dort sucht man nämlich Modeberaterinnen bzw. Modeberater in Vollzeit, Teilzeit oder geringfügig beschäftigt. Was Sie mitbringen sollten, ist die Leidenschaft für Fashion. Alle Anzeigen finden Sie natürlich wie gewohnt auch nochmal in Ruhe zum Nachlesen auf unserer Webseite www.leineberglandtv.de. Und wenn Sie stets auf der Höhe der Zeit bleiben wollen, abonnieren Sie einfach unseren Kanal auf Facebook, YouTube, Instagram und oder Twitter und schauen Sie auf unsere Webseite. Dort gibt es neben den Videos auch noch weitere Infos aus unserer Region, Porträts von Unternehmen, Jobanzeigen, Pressemeldungen und vieles mehr. Und wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, lassen Sie uns gern ein Like da.